Und bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Deutschen Schmerztages, lieber Dr. Küster, ich begrüße Sie herzlich zum dritten Deutschen Schmerztag aus Berlin. Leider kann ich nicht persönlich kommen, deswegen auf diese etwas unpersönliche Weise ein Grußwort im Namen der ganzen Bundesregierung. Meine Damen und Herren, zum Leben gehört das Lachen und das Weinen. Auch eine Wunde, eine Verletzung und eine Heilung, alles das gehört zum Leben. Wofür bräuchten wir sonst Ärzte? Auch ein Schmerz gehört deshalb zum Leben, als eine vorübergehende Empfindung, vielleicht auch als ein Warnsignal des Körpers, einmal etwas kürzer zu treten. Aber es gibt auch den anderen Schmerz, den lang andauernden, den nicht auszuhaltenden Schmerz, den chronischen Schmerz, den Schmerz im Angesicht des Todes. Circa 8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an solchen Schmerzen. Und hier ist Hilfe geboten. Seit 1996 gibt es die spezielle Zusatzbezeichnung Schmerztherapie und sie hat schon vielen Menschen geholfen. Der medizinische Fortschritt auf diesem Bereich ist eine Wohltat für die Menschen. Damit dieser Fortschritt anhält, damit die Mittel gut dosiert werden können, damit die Wirkungen der Schmerzmittel begrenzt sind, dazu bedarf es des wissenschaftlichen Austausches, des Gespräches zwischen Wissenschaftlern, zwischen Ärzten und Patienten. Dem dient auch der dritte Deutsche Schmerztag. Und für diesen Diskurs, für diesen Dialog im Interesse der Menschen, die nicht an ihren Schmerzen zu sehr leiden möchten und müssen, wünsche ich alles Gute und viel Erfolg.